Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei der lieben Zoe Maya Castillo, die gerade ganz viel gehackt hat. Jetzt sind wir auf dem Weg zurück nach Miras Inferno. Und es ist unglaublich, wie viele Überwachungsleute hier rumlaufen. Es ist furchtbar hier. So. Wir haben gerade schön gehackt. Daten beschaffen. Jetzt müssen wir sie einfach nur noch von Mira entschlüsseln lassen. Ich hoffe, das klappt. Und da müssen wir irgendwo einen Schraubenzieher herbekommen, dass wir Moment, dass wir in die Kanalisation vermutlich kommen und nach Henna suchen müssen. So. Miras Entfernung war in der Richtung. Bleiben Sie drin. Bleiben Sie in Verbindung über Martin Dream Machines. Straßen sind gefährlich. Meiden Sie Straßen. Gruppen sind gefährlich. Meiden Sie Gruppen. Ja, es ist alles gefährlich, nicht wahr? Warum soll jeder an einer Dream Machine hängen? Warum? Ist doch blödsinnig. Draußen ist es schön. Oh, was ist denn jetzt los? Schweizen. Scheißbot? Bist du das? Schweizen. Ich werte das als ja. Hatte Mira dich nicht verkauft? Der Gutmensch hat mich als Schweizer angemietet. Das Abwehrsystem muss repariert werden. Durch... Schweißen. Schön zu sehen, dass du deinen Traum lebst, Scheißbot. Aber jetzt muss ich wirklich da rein. Nur zu, Menschenfrau. Bitte beachten Sie, dass sich das Abwehrsystem bei Annäherung an die Tür aktiviert. Oh oh. Während Ihre Weichteile einer Spannung von 80.000 Volt ausgesetzt sind, können vorübergehend Beschwerden auftreten. Glücklicherweise ist das Unbehagen von kurzer Dauer, denn Ihre Nervenbahnen werden schnell schmelzen und Ihr Herz wird explodieren. Ah, und wann kann ich durch, ohne dass irgendwas explodiert oder schmilzt? Wenn ich mit dem Schweißen fertig bin, kann der Mensch drinnen das Abwehrsystem wieder anforderungsgemäß regulieren. Na dann, weißt du was? Ich glaube, ich komme später wieder. Gute Idee, Mensch. Bürger. Geh. Warte, bis der Scheißbot das Abwehrsystem repariert hat. Finden wir einen Weg in die Lüftungstürme. Lüftungstürme. Können wir so lange das hier versuchen? Bewegt sich nicht. Das ist ein Schloss. Ich glaube, um das Ding zu öffnen, brauche ich das richtige Werkzeug. Alles still. Ich höre nichts. Vielleicht kann Krähenboy mir zeigen, wo alle Türme in Propast sind. Ach. Sollen wir jetzt... Ah, da. Warum soll er das denn machen? Hey, hast du dich verirrt? Hier Krähenboy, der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen 6 Läufen feuert. Lüftungstürme. Es wäre sehr hilfreich, einen Überblick über all diese Lüftungstürme zu bekommen, oder was das ist. Hast du eine Karte der Lüftungstürme in Propast? Weißt du, diese gestreiften Türme, aus denen Dampf quillt? Es gibt sie überall. Immer langsam mit den jungen Pferden, Cowgirl. Deine Frage wird bearbeitet. Ach so, du meinst das KSN. Das was bitte? Das alte kabellose Stromnetz, KSN. Das haben sie vor Jahren stillgelegt. Die Türme sind noch da, aber nicht mehr aktiv. Und warum kommt dann der Rauch raus? Ach, das mit dem Rauch ist ganz einfach. Das ist immer so, wenn man ein Loch in den ollen Boden von Propast macht. Wenn ich du wäre, mich würden die Türme mehr interessieren, aus denen kein Rauch kommt.
Okay. Kannst du mir eine Karte von Propast schicken mit all den KSN-Türmen drauf? Verbindung zum Greenboy hergestellt, Partner. Eine Touristenkarte von Propast, bitte sehr. Und wenn du einen ballernden Green-Cowboy brauchst, der aus allen 6 Läufen feuert und dich an jeden Ort in Propast führen kann, dann ruf einfach nach Greenboy. Okay, jetzt haben wir eine Karte. Dann schauen wir jetzt mal. Greenboys Karte mit allen Lüftungstürmen in Propast. Ja, wir sind hier, glaube ich. Moment. So, dann versuchen wir jetzt mal Henna zu finden. Wenn wir das als erstes machen müssen. So. Ich weiß ja nicht, ob das was nützt, aber wir können ja mal gucken. Meiden Sie bedrohliche Bewegung, schlechte Gesellschaft. Meiden Sie unautorisierte Versammlungen. Da ist noch einer. Vielleicht müssen wir den auch noch ablauschen. Wer weiß. Nö, gar nichts. Nicht ein Ton. Fühlt sich kühl an. Ah, warte mal. Hier ist noch so ein Dings. Bürger, alle Mitarbeiter des IWO. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Da war ich jetzt. Kein Widerstand, keine Fragen. Hier ist Mires Inferno. Oh, ich habe eine Karte von Propast, ey. Jetzt da oben sind 3 Stück. Schauen wir uns die mal alle an. Ein Traumjunkie, süchtig nach Dreamtime. Sie sind überall. Das wird gerade zu einem Riesenproblem. Oh ja. Entschuldigung. Da ist so ein Summen. Klingt wie Elektrizität oder wie ein Ventilator. Und überall sind unterschiedliche Zeichen markiert. Da ist noch einer. Was ist hier? Und was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Einfach klingeln. Oh, was haben wir da? Bleiben Sie. In der Luke steckt etwas. Ah, gelber Schlüsselknopf. Alles still. Ich höre nichts. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Das ist der Schlüssel zu einer dieser Luken. Das ist der Schlüssel zu einer dieser Luken. Mit diesem Symbol drauf. Diesem Symbol. Okay. Das Ei am Himmel erinnert sie. Herumlungen und unerlaubte Versammlungen sind in Gebieten. Ich guck mich jetzt noch ein bisschen weiter um. Vielleicht finden wir noch mehr von diesen komischen Dingern. Ich fürchte, es könnte bereits gefährlich sein, die Verbindung zur Dream Machine zu unterbrechen. Wahrscheinlich würde ich noch verprügelt, nur weil ich zu helfen versuche. Ich hab dich so vermisst, G. Ich hab dich so vermisst, Baby. Was haben wir hier? Ich warte mal. Moment. Könnte das. Diese Durchsage gilt ihrer Sicherheit. Agenten des Ei sind zum Einsatz lebensgefährdender Gewalt befugt. Meiden Sie Gruppen. Bleiben Sie sicher. Drinnen. An Ihrer Dream Machine. Der macht auch Geräusche. Da summt was. Ja. Jetzt haben wir hier uns oben umgeschaut. Jetzt geht's weiter in den Gang rein. Da ist einer.
ist auch so ein Ding. Da ist so ein Summen. Klingt wie Elektrizität oder wie ein Ventilator. Sind ein Werkzeug des Terrorismus. Meiden Sie Demonstrationen. So, ich dachte, ihr könnt das Auto jetzt angucken hier. Auto. Ich stehe weder auf Autodiebstahl noch darauf, die nächsten 10 Jahre in einem Arbeitslager zu verbringen. Warte, man kommt wegen Autodiebstahl in ein Arbeitslager? Echt jetzt? Oh Gott, was ist das für eine Gesellschaft, die sich da entwickelt hat? So. Ich bin jetzt... hier. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie drin. Bleiben Sie in Verbindung über Morty Dream Machines. Straßen sind gefährlich. Meiden Sie Straßen. Gruppen sind gefährlich. Meiden Sie Gruppen. Hier ist so ein Schlüssel mit so einem Symbol. Da summt was. So, jetzt möchte ich kurz gucken. Ich bin jetzt hier. Da vorne sind noch 2. Dann gehen wir mal da hinten hin. Ich muss mich auch alles angucken. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich muss wahrscheinlich alle angucken. Nun dann, hören Sie der folgenden Durchsage genau zu. Sofern Sie draußen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte zurück in Ihre Büros oder Wohnungen. Ihre Kooperation ist... Da ist einer offen. Okay. Und da ist eine offen. Oh. Das Ei am Himmel beobachtet sie. Das Mädchen muss es verloren haben, als es durch die Luke kam. Es ist eine Art Werkzeug. Leisten Sie allen Anweisungen des Ei unverzüglich Folge. Kann ich da rein? Das Ding sitzt total fest. Dann haben wir jetzt schon mal noch ein Werkzeug. Können wir das eine mit dem anderen kombinieren? Nee, das können wir nicht. Oh, da ist ja noch etwas. Also hier sind ja schon 3. Was zum... Upsala. Entschuldigung. Mitarbeiter des Ei wurden einzig zu ihrem Schutz und zu ihrer Sicherheit ab. Ganz warm. Fast heiß. Zu leisten. Keinen Widerstand. Keine Fragen. Es hat dieses Ding hier. Okay. Also entweder komme ich mit dem gelben oder mit dem blauen Schlüssel rein. Ich bin mir noch nicht sicher. Moment. Wo war ich jetzt? Ah, hier wurde es markiert. Da wurde es auch markiert. Also hier waren auf jeden Fall 3 Stück und keine 2. So, gehen wir mal weiter. Vielleicht finde ich ja noch etwas. Hey, muss er da lang? Bleiben Sie drin, angeschlossen und sicher. Ich verstehe das nicht. Warum besteht die Regierung so krass darauf, dass wir einem der Dream-Maschine angeschlossen sind? Was ist mit der Realität? In der Realität muss man auch arbeiten. Da ist einer. Jetzt kommt da links raus. Folgende Durchsage gilt Ihre Sicherheit. Agenten des Eises befunkt. Meiden Sie so. Bleiben Sie sicher. Oh, da ist auch noch einer. Hm.
haben wir hier noch welche entdeckt? Hallöchen, Sie haben es doch nicht nächstes Mal. Ach, ich will mir nichts aufquatschen lassen von irgendjemandem. So, hier müsste auch noch welche, glaube ich, sein. Krähenboy ist hier, damit du dich im Trupp hast zurechtfindest. Ja, das ist schön. Ne, hier ist keiner, aber der Hand Feet. Der Hand Feet. Aber da ist noch einer. So, Mann. Och, hier immer. Wichtig sind für mich diejenigen, aus denen kein Dampf herauskommt. Aus denen kein Dampf herauskommt, okay. Moment. Habe ich denn jetzt schon alle angeguckt? Da ist doch einer mit dem Symbol. Okay. Hab ich nicht gesehen, dass da ein rotes Symbol ist. Da muss ich wahrscheinlich jetzt irgendeinen Ort finden, wo ich ungestört reinklettern kann, wahrscheinlich. Probieren wir es mal aus. So, probieren wir es jetzt mal aus. Passt schon ins Schloss, aber ohne Griff kriege ich das Ding nicht auf. Nö, das passt nicht ins Schloss, dieser Luke. Folgende Durchsage gilt Ihrer Sicherheit. Agenten des Ei sind zum Einsatz lebensgefährlich. Ich probiere mal ein anderes Tor aus. Bleiben Sie Gruppen, bleiben Sie sicher, drinnen. Ich muss wahrscheinlich da rein oder... Warte mal. Da kann ich auch rein? Moment, dann probier's mal aus. Sie brauchen hier nicht stehen zu bleiben. So ist recht. Ich verkaufe sowieso. Oh, scheiß chinesische Verkäufer in Herb. Mit eurem typischen Klischee-Akzent. So, dann gehen wir jetzt mal da hinten hin. Da hinten war ja auch noch. Okay. Da komme ich wahrscheinlich rein. Aber solange der mich da sieht, kann ich da nicht rein. Da komme ich wahrscheinlich rein. Ach Mensch. Lassen Sie das, Bürger. Sie sind im Begriff, eine terroristische Straftat gegen Regierungseigentum zu begehen. Ich bin befugt, tödliche Gewalt anzuwenden, sofern Sie dies nicht auf der Stelle unterlassen. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Vielleicht kann der Scheißbot ja irgendwas machen. Das Ei am Himmel erinnert Sie. Wer weiß, vielleicht kann ich den Scheißbot ja irgendwie. Oder einen Nervesbot. Scheißbot? Ah, und wann kann ich durch, ohne dass irgendwas explodiert oder schmilzt? Wenn ich mit dem Scheißen fertig bin, kann der Mensch drinnen das Abwehrsystem wieder anforderungsgemäß regulieren. Na dann, weißt du was? Ich glaube, ich komme später wieder. Gute Idee, Mensch. Also geht es irgendwie den Typen da abzulenken. Mist.
vorzüglich Vögel. Diese schöne chinesische Musik. Oh Mann. So. Hier ist aber ein ganz anderes Symbol. Bürger, hören Sie der folgenden Durchsage genau zu. Sofern Sie draußen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte zurück in Ihre Büros oder Wohnungen. Ihre Kooperation ist willkommen. Ich will auch so Ei gehören. Dann muss ich mir das ganze Gelaber nicht anhören. Ich glaube, ich brauche einen Griff für diesen Schlüssel. Hier haben wir das richtige Werkzeug dafür. Dann müssen wir wahrscheinlich da hinten hin. Da, wo die Luke offen ist. Meiden Sie bedrohliche Bewegung, schlechte Gesellschaft. Meiden Sie unautorisierte Versammlungen. Demonstrationen sind ein Werkzeug des Terrorismus. Meiden Sie Demonstrationen. Aber ich habe, glaube ich, jetzt alle abgeklappert, wo so eine Luke ist. Ich muss jetzt nochmal da hinten gehen und gucken. Gucken wir mal. Das Ei am Himmel erinnert Sie. Weil die Leute müssten mich ja eigentlich nicht sehen, wenn ich so reingehe. Weil die sind ja von den Leuten da abgelenkt. Moment. Das klemmt und ich komme nicht durch die schmale Öffnung. Das ist jetzt aber knifflig hier. Das Ei am Himmel beobachtet sie, damit sie uns nicht tun müssen. Muss ich vielleicht irgendwie einen anderen Eingangsstieg finden? Das ist aber der einzige Einstieg mit dem Polizisten, der da vorne stand. Damit ich durchkomme. Da kann man den Polizisten ja irgendwie ablenken. Irgendwie eine Lüge erzählen. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay, dann würde ich sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.